Und dann legen wir los, gell? Hallo Aschaffenburg! Und ich sage bewusst, hallo Menschheitsfamilie, denn wir alle sind Menschen und wir haben einen Anspruch darauf, dass wir unser Leben in Frieden und auch in freier Selbstbestimmung führen können. Und niemand hat das Recht, uns das streitig zu machen. Jetzt fragen sich einige, die mich noch nicht kennen, warum fängt er gleich so heftig an? Weil es heftig ist, was mit dieser Welt gemacht wird, was mit Deutschland gemacht wird. Und das muss hier zur Sprache kommen heute. Wer mich nicht kennt, ich bin Daniel Langhans und Kommunikationstrainer und Aktivist für die Menschenwürde. Das heißt, mir geht es, seit mir klar geworden ist, was hier im Land abläuft. Und das vor ziemlich genau 3,5 Jahren, habe ich gemerkt, was hier eigentlich hinter den Kulissen gespielt wird. Und viele von euch haben es auch gemerkt. Seitdem bin ich auf der Straße und wir gehen nicht von der Straße runter, bis wir endlich wieder Frieden und Freiheit haben. Und für all das, was da im Hintergrund läuft und nicht nur im Hintergrund, sondern auch schon offen kommuniziert wird, offen rübergebracht wird von den Feinden der Demokratie, möchte ich jetzt nur ein einziges Beispiel geben. Da gibt es einen Herrn Steyer, einen Herrn Axel Steyer, ich kannte ihn gar nicht, von Mission Lifeline. Und der hat doch tatsächlich Folgendes gesagt: Nein, es gehe bei dem, was da im Mittelmeer abläuft, nicht um Humanität, sondern es gehe darum, und jetzt zitiere ich, dass die sogenannten Weißbrote aussterben. Und mit den Weißbroten meint der Mensch diejenigen, die eine weiße Hautfarbe haben. Und was sagen wir dazu? Ist das Rassismus? Hat so etwas in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, in einer Demokratie, in einem Land, was die Väter des Grundgesetzes aufgebaut haben, viele Menschen über Jahrzehnte mit ihrer Arbeit aufgebaut haben, hat solch ein Rassismus in diesem Land überhaupt etwas zu suchen? Um nicht missverstanden zu werden, wir erkennen jedem sein Recht auf eine persönliche Meinung. Aber dort, wo es in die Abwertung von anderen Menschen, von Andersgläubigen oder von Menschen anderer politischen Auffassung oder von Menschen anderer Hautfarbe geht, da hört die Toleranz auf! Wörtlich hat er gesagt, Schluss mit dem lustigen Leben der Weißbrote. Das ist wirklich, und jetzt zitiere ich den früheren Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen. Ein Beifall für Hans-Georg Maaßen! Zitat Hans-Georg Maaßen, das ist wirklich perverse Ideologie, die dahinter steht. Und man muss dafür sorgen, dass diese Leute schnellstmöglich abgewählt werden. Und wenn er da spricht von denen, die abgewählt werden sollen, dann wissen wir, es ist welche Partei, die in diesem Land die den Ton angibt. Welche Partei ist das? Es ist der grüne Sumpf, der den Ton angibt. Wenn du grün wählst, kriegst du grün, sagt er in demselben Vortrag, der Herr Maaßen. Wenn du FDP wählst, kriegst du grün. Wenn du SPD wählst, kriegst du grün. Wenn du CDU, CSU wählst, kriegst du grün. Schluss mit dem Scheißdreck! Und ich sage euch auch, die jetzt hier zufällig zuhören, die das noch nicht auf der Ebene begriffen haben, wir haben da gar nichts dagegen, wenn ihr das noch anders seht. Jeder hat das Recht auf seine Perspektive und genau die gilt es zu verteidigen. Es wird ja dieses Wort immer wieder zitiert, Voltaire zugeschrieben. Ich bin zwar nicht deiner Meinung, aber ich werde mein Leben dafür geben, dass du deine Meinung
bis zum Ende sagen kannst. Und genau das ist unsere Gesinnung. Und ihr Journalisten, etwas anderes lassen wir uns niemals unterstellen. Niemals! Was haben die drei Phänomene, die ich jetzt zitiere, gemeinsam? Phänomen 1, der Abhörskandal gegen Frau Merkel und damit gegen die Deutschen. Vor einigen Jahren, ihr wisst das, dass einfach abgehört wurde, das Handy von der Frau Merkel, und das dann zur Tagesordnung übergegangen wurde. Das zweite Phänomen, die Drohnensteuerung durch Rammstein von dem dortigen NATO-Stützpunkt. Und das dritte Phänomen, viel, viel länger her, aber gehört in denselben Zusammenhang, das sogenannte Zeller Loch, als man von den Geheimdiensten koordiniert, von den internationalen Geheimdiensten koordiniert, das Loch in die Gefängnismauer in Celle gesprengt hat, um dadurch dann eine publizistische Handhabe zu haben gegen die RAF und den Terrorismus. Was haben die drei Phänomene gemeinsam? Dass die Deutschen die volle Souveränität immer noch nicht haben. Und damit ist jetzt bald Schluss! Im Prinzip hat das der Dr. Wolfgang Schäuble in seiner berühmten Rede, die kennt jeder hier auf dem Platz, in seiner berühmten Rede dort vor dem European Banking Congress 2011 auch bestätigt. Er hat dort wörtlich gesagt, wir sind als Deutsche seit 1945 nie voll souverän gewesen. Und genau das, Herr Schäuble, hören Sie gut hin, genau das, ihr Politmarionetten da in Berlin, genau das wird jetzt zu Ende gehen. Wir werden souverän werden. Als der Herr Scholz in Ulm war, ich komme ja aus Ulm, als der Herr Scholz in Ulm war im Januar auf der Durchreise zu jener Stelle, nämlich in Davos, wo er sich seine Befehle abholt, das genau, hört gut hin, da holen sich diese Politmarionetten ihre Befehle ab, bei dem sogenannten World Economic Forum, beim Bilderberger Club und bei dem Club of Rome, und das ist vorbei jetzt. Da ist der Herr Scholz in Ulm kurz gewesen bei der Brauerei, bei der lokalen Brauerei, und dort ist er gefragt worden vor einer Kamera, sehr klar und deutlich. Herr Scholz, und diese Frage wiederhole ich heute am 3. Oktober. Herr Scholz, vertreten Sie die Interessen der Deutschen oder der Massenverbrecher von Davos? Damit kommen wir schon auf die Zielgerade dieser kurzen Einleitung, ihr Lieben. Es ist ja so unglaublich, was gerade passiert. Wenn du 10 Menschen in deiner Umgebung fragst, fühlst du dich von diesen Politikern vertreten, dann kriegst du in 9,5 Fällen, was für eine Antwort, was sagen die? Und das genau ist die Stimmung hier im Land. Und das spricht dafür, dass dieses global faschistische System, wo einige wenige über die ganze Welt ihre Entscheidungen treffen, wo einige wenige uns vorschreiben wollen, wie wir zu heizen haben, welche Fahrzeuge wir zu fahren haben, im Namen von einer sogenannten Klimaideologie, wo all dies jetzt zu Ende geht. Und wir sind nicht nur Zeugen, ihr Lieben. Macht euch das klar, mir kommt gerade Gänsehaut. Sondern wir sind die, die den Prozess mitgestalten. Wir gestalten ihn aktiv mit, jeder von uns. Ist das nicht großartig? Wir unterscheiden zwischen dem Recht, zwischen dem gesetzten Recht von Menschen, das nennen die Philosophen positives Recht auf der einen Seite, und dann gibt es noch ein Recht, das dahinter ist, das nennt man das Naturrecht. Und meine Frage an euch, dürfen Staaten, dürfen Politiker Gesetze erlassen ohne Rücksicht auf die Menschenwürde und das Menschenrecht? Und genau das ist Thema geworden. Genau das wird jetzt den Menschen bewusst. Ist das eigentlich wirklich, ich nehme nur ein Beispiel,
weil wir gestern den Prozess von der großen, großen Ärztin Perin Dinekli hatten in Offenburg. Ein Beifall kurz für Sie. Perin Dinekli. Jetzt läuft es darauf hinaus, in diesem über mehrere Tage angesetzten Prozess, dass nachgewiesen werden soll, dass A, diese Masken, die den Kindern und uns allen ja aufgezwungen wurden, dass die erstens völlig sinnlos sind für den angeblichen Zweck, den sie erzielen sollten, und zweitens, dass sie massiv gesundheitsschädlich sind. Da gibt es jetzt Gutachten. Und dann sagt die Richterin jetzt schon, ja, aber das macht gar nichts, völlig irrelevant, gibt sie zu erkennen. Was zählt, ist nur die ständige Rechtsprechung und die Oberlandesgerichte. Die haben entschieden, sobald ein Arzt einen Attest ausstellt, ohne dass es eine physische Gegenüberstellung gegeben hat, in dem Moment schon hat er ein ungültiges Attest ausgeschrieben. Und das ist ständige Rechtsprechung und danach werden wir uns richten. Das heißt, macht euch klar, die Ärztin hat die Atteste ausgeschrieben für die Kinder, für viele, viele andere Menschen, um sie vor den nachweislichen Gefahren zu schützen. Und jetzt soll sie verurteilt werden wegen Ausstellen ungültiger Atteste. Aber ich bin überzeugt, und das ist auch jetzt von hier aus nach Offenburg und alle Gerichte in Deutschland unsere Hand, die wir entgegenstrecken. Ich bin überzeugt, dass genau das sich durchsetzen wird. Dass nicht formal juristische Überlegungen die Oberhand gewinnen werden, sondern dass letztlich das Menschenrecht sich durchsetzt. Und dazu nur einen halben Satz. Wer Menschen davor bewahrt, schwere gesundheitliche Schäden zu erleiden, der kann niemals ein ungültiges Attest ausgestellt haben. Ich bin so stolz, dass ihr da seid. Ich bin so glücklich, dass ihr da seid. Und deshalb lasst uns klar machen, lasst uns einander klar machen, worum es hier geht, nämlich indem wir zitieren. Zitat: Man darf nicht nur dagegen sein, man muss etwas tun. Weiteres Zitat: Freiheit der Rede, Freiheit des Bekenntnisses, Schutz des einzelnen Bürgers vor der Willkür verbrecherischer Gewaltstaaten. Das sind die Grundlagen des neuen Europa. Zitat Ende. Wisst ihr, wer das gesagt hat? Das war Hans Scholl, und ein Donnerbeifall für Hans und Sophie Scholl. Ich werde manchmal gefragt, Daniel, wie machst du das mit deinem Unternehmen und deiner Aktivität auf der Straße? Ich sage dann häufig, ich tue das, was mein Gewissen mir im Moment vorschreibt. Und jetzt sagt mein Gewissen mir, dass ich alles, aber auch alles daran setzen muss, den Menschen aus dieser Situation herauszuverhelfen und dass jeder von uns seine eigene Aufgabe hat. Danke, dass ihr da seid. Und Sophie Scholl, die ja auch eine sehr, sehr tief religiöse junge Frau war, die hat gesagt, Zitat, ich bin nach wie vor der Meinung, das Beste getan zu haben, was ich gerade jetzt für mein Volk tun konnte. Ich bereue deshalb meine Handlungsweise nicht und will die Folgen, die mir aus meiner Handlungsweise erwachsen, auf mich nehmen. Zitat Ende. Und wir wissen, was für einen Tod sie erlitten hat. Sophie, wir verneigen uns vor dir und Hans und all die, die für die Freiheit der Deutschen, überhaupt aller Menschen, sich eingesetzt haben.